Zerstöre die Felswand. Was für eine Felswand? Ah, ich hole mir erstmal die Eule her. Eine Felswand. Der Text ist bekannt. Ich muss nochmal auf 100 Münzenjagd gehen. Obwohl der lebe. Zerstöre die Felswand. Aha. Was damit gemeint? Ich würde mich vielleicht mal hier absetzen lassen oben. Da sind die Kugel Willi, vielleicht können wir damit noch was anfangen. Die Felswand. Ach ja, hier, das. Das müssen wir zerstören, oder? Oha. Wie machen wir das am dümmsten? Nee, das ist keine Felswand. Jetzt können wir den von uns verfolgen lassen. Die Felswand. Okay, hier ist keine Felswand. Zerstöre die Felswand. Wo haben wir denn hier eine Felswand, bitte? Zieh hier mal runter. Felswand zerstören. Hier ist keine Felswand. Zerstöre die Felswand. Was kratz. Ach du Scheiße. Er hat runtergesprungen. Zerstöre die Felswand. Es könnte damit gemeint sein. Okay. Ich habe nicht nachgeguckt, nein. Wenn was anderes punktet, der liegt. Zerstöre die Felswand. Aha. Okay. Ich habe jetzt eine halbwegs gute Idee. Halbwegs. Ich weiß immer noch nicht, was das Spiel von mir will, aber das finden wir jetzt heraus. Und wir nutzen die Kanone. Zerstöre die Felswand. Okay. Die Felswand ist es nicht. Jetzt sehen wir irgendwo eine Bruchstelle, gegen die wir gegenfliegen müssen, oder was ist hier los? Zu niedrig, als wir das ab und da was abbrechen sollten. Zu niedrig. Ah, sehr gut. Da bricht tatsächlich die Ecke ab. Ecke abgebrochen. Jetzt können wir uns deinen Stern holen. Das muss, da muss man erstmal drauf kommen. Auf zum Stern. Jetzt muss ich erstmal an den Stern rankommen. Vielleicht können wir uns da oben lang schleichen. Vielleicht nicht hochschießen, sondern dran langlaufen. Und dann geht die Münzjagd los. Die Piranhas können auch noch besiegen. Ist das eine Möglichkeit, Münzen zu bekommen? Na komm, hier runter. Sehr gut. Da waren die Sterne. Zerstöre die Felswand. Unser 12. Stern. Sehr gut. Schaut so aus, als ob jetzt die Münzjagd beginnt. Okay. Na dann, hier mit dem Felsblock können wir die Piranha-Pflanze zerstören. Das hat uns zumindest schon beim ersten Mal weitergeholfen. Ja.
So holen wir uns 100 Münzen. Na komm. Satz mit X. Gut, ging auch irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie man sonst die Piranhas besiegen kann, aber ja. Die 99 Münzen sind hier zu bekommen. Die 100 meine ich. Verdammt, verdammt. So wird das natürlich nie was. Okay, Münzensammlerei. Let's go. Die roten Münzen kann man auch links liegen lassen. So viel bringen die jetzt auch nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch ohne rote Münzen hin. Ja, ein paar Glitches und Bugs haben die hier noch drin gelassen. Da waren sie selbst ein bisschen zu faul, die Bugs und Glitches rauszunehmen. Das haben sie 1:1 geportet. Sogar ein 4:3 hier. Was ich ein bisschen enttäuschend finde. Schon ein bisschen. Muss ich wirklich so sagen. Haben sie nicht mal. Also Sunshine und. Wer ist das andere? Sunshine und Galaxy 1 haben sie. Das haben sie geschafft, in 16:9 zu porten und ein bisschen aufzubessern, aber für das hatten sie wohl keine Zeit mehr hier. Sehr schade. So, 45 Münzen haben wir schon. 47. So, roten Münzen helfen auch weiter. Verdammt. Ja, Fallschaden dürfte jetzt hier nicht unser Problem sein. Weil wir hier auf Münzenjagd auch sind. Wenn wir nicht komplett getroffen werden. Haben wir den Schaden schon wieder ausgebessert. So, die Hälfte haben wir schon. Ja, ist hier bei dem Kurs gar nicht so schwer. Haben wir ja schon mal geschafft. Haben wir sogar schon mal geschafft, die Münzen zu sammeln. Okay, das Leben lassen wir jetzt einfach mal ziehen. Oh wei. Puh, zum Glück fühlt ihr nicht im Abgrund. Diese Schräge, das gibt's auch manchmal in Mario 64. Meine Stimme ist schon ganz angekratzt. Ich mache wieder eine Aufnahmepause nach dieser Map. Nach jedem Kurs eine Aufnahmepause. Kriegen wir das hin. Ich ziehe hier erstmal einen ganzen Kurs durch und dann. So ist das, glaube ich, am angenehmsten gelöst. Und ich den Kurs am Stück mache und dann. Ja. Ansonsten da oben auf den Luftplattformen, da gibt es dann wieder einige Münzen. Soll ich hier noch ein bisschen abwarten? Ist am besten jetzt hier nicht runterfallen. Ja, die Musik, das muss man denen wirklich lassen. Man den spielen lassen. Die Musik, den spielen, ist wirklich awesome. Ist wirklich legendär. Die Ingame-Musik ist wirklich Super Mario 64, Sunshine, erst recht und Galaxy auch. Das sind wirklich legendäre Soundtracks. Vielleicht höre ich tatsächlich nachher nochmal in die Soundtracks rein. Sind ja hier im Spiel mitgeliefert. Das bringt hier für das Let's Play relativ wenig, aber für mich zum Anhören. Ich
Schweine gibt's auch auf YouTube. Psst, nicht weiter sagen. Einfach mal Mario. Was wollt ihr hören? Mario 64. Und mal Super Mario 64 OST auf YouTube eingeben. Nintendo mal kurz weghören. Ist nicht von mir. Hat mich nicht gemacht, aber. Also. Ja. ich meine ja. Kauft euch natürlich das Spiel, damit ihr die Soundwechsel habt. Ja. Hüstel, Hüstel. Aber wer das noch nicht wusste. Ich glaube, das weiß auch jeder, dass es diese Quelle auf YouTube gibt. Wie man sich die Ingame-Musiken auf YouTube runterladen kann. Dass man sich das, ja, da holen kann. Ach, jetzt haben wir die erledigt. 96 Münzen. Okay. Jetzt müssen wir uns ja vielleicht nochmal da hochschießen lassen. Das wäre keine schlechte Idee. Da sind auch ein paar Münzen. Die mit der Krone. Das wäre noch eine Idee. Da kommen wir noch an die restlichen. Bis zu 100. Mittlerweile habe ich, glaube ich, den Dreh schon raus. So, hier. Verdammt. Kurz vor der 100. Na gut, das sieht so aus, als müsste das Offscreen machen. Ich mache die 100 Münzen-Sachen bei beiden Maps jetzt Offscreen. Ihr habt es gesehen, ihr habt schon den Stern gesehen. Wir haben es einmal. Ich hab's ja quasi einmal im Let's Play gemacht. Ich hab's vollständig gemacht. Gut, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mit zwei zusätzlichen Münzen. Ich mache Offscreen. Münzengerangelei. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Beim nächsten Kurs. So sieht's aus. Toddy Boy, die müssen wir noch reden. Na, Toddy Boy, du redest wohl nicht. Doch, er redet. Bowser hat sich die Powersterne unter den Nagel gerissen. In jeder Welt hat er 6 Sterne versteckt. Manche der Sterne kannst du aber erst finden, wenn du die farbigen Schalter in der Schaltpalisten ausgelöst hast. Bereits gefundene Sterne kannst du zu Beginn jeder Welt sehen. Triff besiegte Gegner, indem du erneut ihren Stern anwählst. Ja, 6 Sterne. Der 7. ist. 6 sind obligatorisch. Der Rest. Ja, der 100 Münzenstern zählt nicht mehr dazu. Kann man machen, muss man aber nicht. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir haben da oben 13 Sterne. Das müssen wir schnell ändern, damit die Aberglei ein bisschen unter uns hier nicht in Chaos verfallen. Und. Joa. Also ich habe, das heißt, 13 Sterne heißt 6 in jedem Level und in dem Level hier. Und da habe ich die 100 Münzen geschafft. In dem anderen habe ich es noch nicht geschafft auf Screen. Das habe ich aber schon geschafft, die 100 Münzen. Das andere, ja, muss mich nochmal auf Screen ein bisschen anstrengen. Hier haben wir was, da müssen wir durch mal. Wie machen wir es jetzt am dümmsten? Ich glaube, da müssen wir nach oben gucken, da müssen wir die Kamera. Auf dem DS war das so, dass man da die Kamera ins Licht drehen musste. Ich frage mich wie, aber. Okay. Können wir wohl noch nicht. Da ist ja dieses Fliegelevel dahinter. Wie war das hier in Mario 64? Kamerasteuerung.
Okay, die Kamera bewegt sich theoretisch hier mit dem Knüppel hier. Das lässt hier nicht viel zu. Lässt hier nicht viele Bewegungsmöglichkeiten zu. Ja gut, dann machen wir mal weiter hier mit. Versuche ich das noch rauszufinden. Das wäre der nächste Kurs, den ich angehen würde. Machen wir mal hier weiter, verschwenden wir nicht zu viel Zeit hier an Sachen, wo wir nicht weiter wissen. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Machen wir dann in der nächsten Aufnahme, wenn ich es rausgefunden habe, wie es geht. Jetzt erstmal Biberberg, Bob. Rutsche auf der Eisbahn. So sieht's aus, da haben wir's. Die Eislandschaft. Die Eismap, der Eiskurs. Super Mario 64. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst in den Schornstein nach dem Rechten. Das ist wahrscheinlich auch die erste Quest, wenn ich das nicht komplett falsch sehe. Ach ja, hier haben wir die wundervolle Musik. Der Pinguin ist noch nicht da. Ich glaube, das ist sowieso hier erstmal die Quest, hier einmal runterzukommen. Ich hoffe, ich irre nicht zu sehr. Ich glaube, die 100 Münzen sollten ja auch machbar sein. Jo. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, damit ich nicht runterfliege. Das wäre nicht so schön. Und ein klitzel bisschen peinlich. Na komm. Sehr gut. Ja, das mit der Kamerasteuerung, da müssen wir nochmal gucken, wie das hier, was hier vor sich geht. Das ist ein Pfeil nach oben. Aha. Muss man vielleicht mal hochfliegen. Ah, hier ist ein Stern. Sehr gut. Dann war das vielleicht schon unsere erste Mission. Tatsächlich. Scheint fast so. Na komm, Mario. Here we go. Stern Nummer 1. Da haben wir schon 14. Alle Abergläubischen können jetzt beruhigt sein. Rutsche auf der Eisbahn. Speichern und weiter. Das war tatsächlich die erste Quest. Sehr schön. Finde das Pinguin Baby. Das ist also die nächste Quest. Pinguin Baby, Pinguin Baby, Pinguin Baby. Das war doch hier. Ganz genau. Gefunden. Wo geht es hin? Verdammt. Es hat mich runtergelockt. Pinguin Baby? Du stehst da gerade sehr ungut. Und komm hoch zu Papi. Was soll denn der Scheiß? So komme ich doch nie an das Kind ran. Das Pinguin-Kind. Danke, vielen Dank. So, hier. Jetzt rutschen wir mal mit dem Kind hier runter. Mit dem Babykind. Genau. Nein. Nicht verlieren das Baby. Vielleicht können wir mal rutschen, das wäre ein bisschen schneller. Würde ich gerade sagen. Na komm. Wir bringen das Kind, das Baby. Bringen wir Baby heile zur Mutter. Schaffen wir doch. Auwei. So, hier ist noch ein Schneemannkopf. Ja, jetzt laufen wir hier ein bisschen zu langsam. Aber okay. Ich darf bloß die eine Taste nicht loslassen. Sonst werfen wir das Baby. So, von mir aus nehmen wir hier auch ein bisschen Schaden. Die zwei Schaden bringen mich ja auch nicht um. Am besten hier nicht rutschen.
Ich sagte, am besten hier nicht rutschen. Hurra, entkommen. So. Hier kommst du zu meiner Mutter. Hier, Mama, hier hast du dein Kind. Lass das nächste Mal nicht so unaufbesichtigt stehen. Was? Ich hab das Kind hier. Ich hab dein Kind. Ach, musst du erstmal noch anheben. Das ist doch. Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm das als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Aha. Okay, das ist ein bisschen wenig für eine ewige Dankbarkeit, aber ja, wollen wir mal jetzt nicht so sein. Ich nehme es natürlich an. Stern Nummer 15. So. Besiege den schnellen Pinguin. Ach ja, das Ding. Jetzt haben wir hier Rutschfahrt. Haben wir ja schon mal geübt, durften wir schon mal üben. Das Rutschwettrennen. Mit der wunderschönen Musik. Das ist der Papa wahrscheinlich. Hallo Mario, du siehst aus, als würdest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen wollen. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemandem gelungen, mich den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen, aber du kannst es ja einmal versuchen. Wie sieht's aus? Wie steht's? Na klar, auf geht's. Hinterher. Unfair ist zuerst zu früh gestartet. Unfairer Vorteil. Oh wei. Ich darf hier auf keinen Fall runterfallen. Aufholen tun wir ihn bestimmt, aber runterfallen, das wäre tödlich. Was denn das Wort ist? Sagte er. Haben wir das auch mal präsentiert? Mama mia. Ja. Viel Leben haben wir noch? Okay. Mir war so, als hätten wir vorher auch viel Leben gehabt. Scheinbar nicht. Okay. So, Wettrennen. Na komm. Aufpassen, nicht runterzufallen und aufpassen, den Pinguin zu überholen. So schwer ist das nicht, den Pinguin einzuholen. Das ist keine Ursache. Hauptsache, wir bleiben auf der Strecke. Und ich probieren wir es nochmal. Auf geraden Strecken kann man rasen. Wenn man um die Kurve fliegt, sollte man aufpassen. Und drängt der mich hier fast runter, den Pinguin. Gibt's doch nicht. Pinguin-Kollision. Ich war früher da. Na komm, das zählt. Hab's geschafft. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schildermeister, den ich kenne. Schlittermeister. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern hier. Den nehme ich gerne. Nummer 16 hier im Kurs. Also nehme Nummer 3 hier im Kurs, Nummer 16 im Spiel. Wir sind nämlich schnell mit hingehen. 42 Münzen. Das ist ja was. Das ist ja eine Sache. Rote Münzen. Dachte ich mir noch, ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen hier noch mal die roten Münzen rankommen. Ich hab schon aufgewartet. Eins. Nee, hier war es nicht auf irgendeiner Brücke, war das noch. Da gab es noch eine rote Münze. Hier im Wettrennen glaube ich nicht. Nee, das wäre eine Nummer. Ich laufe mal hier ein bisschen hoch. Keine Münze vergessen. Nee, ist keine Münze. Vergessen. So, rote Münzenjagd.
Ich glaube, auf dem Punk hier habe ich auch eine gesehen. Eine war hier. Und einer sind wir vorbeigerast. Mit dem Pinguin-Baby. Auwei, auwei. Ich hätte ja erst eine rote Münze. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen, dass wir nicht Game Over gehen. Ein paar Leben sammeln. Also erste Münze. Wir können auch hier mal die Abkürzung nehmen. Falls es die noch gibt. Sehr gut. Da haben es also nicht nur eine 3DS-Version. Eine DS-Version. Sorry. So, zwei Münzen haben wir schon. Drei Münzen. Und da sind hier alles wieder Maps, wo man runterfallen kann. Gibt, glaube ich, nur wenige, wo man nicht runterfallen kann. Ich glaube, in der DS-Version gab es hier, war die Fläche hier zu. Ach, der hat schon wieder Ekel verloren. Ach, Mann. Und war die Fläche dort zugefroren, da war noch ein Stern drunter. Da gab es auch noch eine Mission mit. War hier nicht nur eine drin? Scheinbar nicht. Schade. Ich glaube, in der DS-Version war da eine Eule drin. Ich meine mich dran zu erinnern. Puh, nicht runterfallen. Ich hoffe, das kommt nochmal zurück. Ich stecke hier im Baum fest. Ungut. Ich mache die Kronen bereit. Sehr gut, deswegen sind wir ja hier hoch. Auf die Insel. Auwei, auwei. Jetzt. Au, Kacke. Wir waren noch drauf. Mama mia. Nichts von dem, vom Campern, die haben fast keine mehr. Ich weiß nicht, was beim Game Over passiert. Hoffentlich verlieren wir nicht alle Münzen, alle Sterne. Das nochmal von vorne zu machen, wäre ein bisschen blöd. So. Rote Münzen sammeln. Verdammt. Vielleicht erleben wir heute doch noch ein Game Over.